Hey Leute, eine kleine Info vorweg. Dieses Video wird unterstützt von Chronicles. Chronicles ist ein kleiner Supporter für Content Creator, der euch finanzielle kleine Unterstützung geben kann. Das war natürlich noch nicht alles. Chronicles hat auch einen kleinen Online-Shop, bei dem ihr Gaming-Ausstattung bedeutend preiswerter bekommen könnt als bei anderen Verkäufern. Beispielsweise bekommt ihr momentan die PlayStation 4 Pro mit Controller zum Preis von 275 Euro statt den üblichen 350 bis 400 Euro. Und falls ihr Interesse haben solltet, dann schaut in dem ersten Link in der Videobeschreibung gerne vorbei. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Verdammte Scheiße, was? Was mache ich hier auf dem Baum? Wo ist das Schloss? Ist es das? Das sieht irgendwie anders aus. Verdammt, was war das denn jetzt? Verdammte Scheiße. Wieso bin ich denn außerhalb des Schlosses aufgewacht? Das geht hier nicht mit rechten Dingen zu. Was? Ist zu? Hä? Was zum... Was? Dies ist mein Zuhause. Was? Wer sagt das? Verschwinde von hier. Kann sie vergessen, der oder die. Was auch immer, vielleicht auch der Geist oder das ganze Schloss, keine Ahnung. Nee. Oder spüre den Schmerz. Vergiss es. Ah, verdammt, ich bin hier reingefallen. Super. Oh, verdammt, jetzt zieh mich aber ziemlich schnell runter. Und fertig. So. Vielleicht gibt es hier auch einen geheimen Eingang oder so. Hier denke ich mal nicht, aber. Vielleicht gibt es hier irgendwo. Lol! Hier ist tatsächlich ein Eingang, oder? Ist das hier vielleicht überhaupt der Eingang dazu? Ich bin mir nicht sicher. Aber hallo und herzlich willkommen zuerst zu Minecraft Ragnarök, der zweiten Folge. Ja, wie ihr seht, bin ich, keine Ahnung, außerhalb des Schlosses geworfen worden und, ja, jetzt bin ich wieder drin. Und jetzt knüpfen wir uns den oder die oder der oder das vor, warum ich hier rausgeflogen bin. Ganz schnell nach oben. Was zum... Ein Geist? Ich habe nicht gedacht, dass du so gut bist. Hä? Das macht mir ein bisschen schon Angst. Leute, wer ist die? Wie gesagt, das ist mein Anwesen und ich möchte keine Besucher. Schön und gut, aber was willst du anrichten? Hä? Macht mir Angst. Moment, warum kannst du mich sehen? Ist das nicht normal, dass man Geister sieht? Das kann nicht sein. Menschen können mich gar nicht sehen. Hä? Wie jetzt? Geister können ich jetzt gar nicht, können ich gar nicht sehen. Hm, was? Was ist denn jetzt los? Ah. Was zur Hölle bist du? Ich bin ein Mensch, denke ich.
Deine ist gewaltig. Selbst die größten Helden haben nicht so eine gewaltige. Hey, was meinst denn du mit gewaltige? Hä? Leute, was labert die? Aura, deine Aura enthält dem eines Gottes beziehungsweise Halbgottes. Was? Ich soll ein Halbgott sein. Oder Gott. Ja. Unter diesen Umständen kannst du doch bei mir wohnen. Unter einer Bedingung. Die Bedingung lautet, dass du einen Weg findest, mich wieder lebendig zu machen. Warum? Hä? Warum sollte ich das tun, hä? Ja gut, das ist dein Anwesen und du hast mich schon rausgeschmissen, aber gut. Ich verstehe das nicht. Und warum soll ich dich nun lebendig machen? Ich kapiere es nicht. Weil, wo ich noch gelebt hatte, hatte ich damals keinen Ehemann. Weil ich niemanden finden, der zu mir passte. Ups. Und das möchte ich nun nachholen. Also werde ich dich erstmal begleiten. Also da hatte ich noch ein bisschen mitzureden, was? Weil du der Einzige bist, der mich sehen kann. Und mein Typ bist. Was? Was? Hackt's noch? Ich soll dein Typ sein? Die ist verrückt. Mir fällt noch ein, dass ich eine Bibliothek geben muss. Ja? Was für eine Bibliothek? Wie kommt sie jetzt auf das Thema von einer Bibliothek? Leute, wie kommt man so schnell auf ein... Ihr müsst stehen, was es für Wesen gibt und wie man mich wieder lebendig machen kann. Ja, okay. Kann sein. Denke ich mal. Ich kenne mich hier nicht aus. Ich bin ja schließlich letzte Folge erst gelandet und habe mir dieses Schloss jetzt einfach nur aus... Weil ich zu faul bin, ein scheiß Haus zu bauen. Und ich mag Schlösser viel lieber. Und ja. Also, ne? Oh, scheiße. Ich bin jetzt runtergefallen. Scheiße. Hallo. Ich bin übrigens Prinzessin Luna. Die letzte Prinzessin von Arcania. Und wer bist du? Ich bin Salmanus, ein Mensch, der vom Himmel kam und in einem, ja, sag ich es mal, Meer da hinten runtergefallen ist. Und, ja. Jetzt hier Unterschlupf sucht. Okay, Prinzessin Luna. Okay. Ich würde dann... Ja gut. Darf ich dich mal kurz angucken? So, komm mal bitte hier. Also, ich muss ehrlich sagen, die sieht mir eher aus wie Vampir. Aber wegen dem Ohrring, aber die sieht so hübsch aus, muss ich ehrlich sagen. So, ne? Erstmal fix die Drachenrüstung wieder geschnappt. Wo genau soll denn diese Bibliothek sein? Weil. Also ich werde jetzt bestimmt jetzt nicht losrennen, weil ich muss, ich habe noch heute halt ehrlich gesagt geplant, ein bisschen hier Bambude zu machen, so. Im Westen. Westen dürfte, glaube ich, da sein. Ich bin jetzt auch sofort die Koordinaten wieder rauszukramen und ich kann sowieso die Kacke nicht lesen, also sage ich erstmal grob schätzungsweise da, ne? Oh, ich bin sehr gut. Nice. Ja, dann kommen wir mit hier, bitte. So, ja, weil du eben dein Haus ist, würde ich sagen, du schläfst ja und ich gucke mal, wo ich mir ein anderes Zimmer mache, ne? Dann brauche ich noch ein bisschen Wolle daraus. Okay, danke. Jetzt bedankst du dich bei mir? Ich verstehe das nicht. Und, ja gut. Warburg, ein bisschen... Ich habe noch Zaubersprüche als zerstörte Zauberdinger.
Das nehme ich noch mit. Schwert. Ich lasse hier mein Schwert hier, ne? Nicht neues, oder? Oh, da ist noch weiße Wolle. Gut, es wird schon dunkel. Für dich dürfte das auch gar kein Problem sein, ne? Aber na gut, ich guck mal, ob ich irgendwo was finde. Vielleicht mache ich den Turm nicht bequem oder so. Ich bin mir bei solchen Dingen immer unsicher. Weil in der Hauptresidenz gehe ich nicht gerne rein. So. Vielleicht gehe ich in einen der Burgtürme oder so. Nee, hier ist zu viel. Oh, hier ist ein Skelett. Na, ich gehe hier hin. So viele Monster in der Nähe. Okay, dann nicht. Okay. Nicht hier. Ja komm, ich mach's mir hier bequem. So, zack. Im freien Himmel macht sich das besser. Na gut. Was ist denn mein Zeug? Ich hab doch noch bestimmt noch. Okay, das hat mich ein bisschen erschrocken. Ich hatte hier noch ein altes, einen alten Zaubertisch. Oh. Ja, das ist sehr gut. Mache ich den einfach mal hier hin. Ich habe ja zum Glück noch einen Zaubertisch. Könnte ich auch ein bisschen damit meinen Zauberstab aufladen. So, Lehrling Novize, genau. Mal gucken, was das für ein Zauber ist. Jedenfalls den Novizen-Zauberstab. So. Schon mal die Zauberstab. So ein bisschen den Zauberstab aufladen. So, passt das schon. Hell. Hell? Was bringt er? Aber bitte probier ihn draußen aus. Sorry, ich habe den schon ausprobiert. Aber ich verstehe. Ach, heilen! Warte mal kurz. Nein! Okay, das hat nichts gebracht. Dann machen wir den riskanten Sprung. Und ups. Okay. Und ich bin wieder draußen. Nein. Damit will ich mich auch jetzt schon verabschieden mit der Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal einen fetten Daumen hoch da. Seid Abonnent meines Kanals. Und ja, schaut auf meinen Discord-Server vorbei. Falls ihr YouTuber seid und oder YouTube machen wollt und ein paar Partner braucht, könnt ihr definitiv mir auf meinem Discord-Server eine Bewerbung schicken. Und ja, ne? Haut da rein und ciao, Leute. Ne? Tschüss.